allerseits und herzlich willkommen. Es gibt ja immer wieder AutorInnen, die als große Größen ihrer Zeit oder ihrer Personengruppe gelten. Und ich möchte euch heute von einem der wohl größten und bekanntesten schwulen, schwarzen AutorInnen, nämlich James Baldwin, ein anderes Land vorstellen. Die Übersetzung, die ich habe, stammt von Miriam Mandelkopf und auf Englisch heißt das Buch Another Country. Also eigentlich ziemlich gut getroffen, würde ich sagen. Aber worum geht es überhaupt? Als Aufhänger gilt, dass Rufus, ein junger Jazzmusiker, sich das Leben genommen hat und seine Familie, seine Freundinnen sich jetzt fragen, ja, warum hat er das getan? So, was hat ihn dazu gebracht? Und das ist jetzt aber irgendwie nicht der Hauptplot des Buches, sondern es geht noch ganz viel zum Beispiel meinen ehemaligen Geliebten von Rufus, der nach Frankreich gegangen ist, dort nochmal Liebe gefunden hat und kurz davor steht, dass er vielleicht zurück in die USA geht. Es geht auch ganz viel um Gewalt in der Beziehung, es geht um Selbstverwirklichung. Es geht allerdings tatsächlich auch sehr viel um Konflikte zwischen weißen und schwarzen Menschen, da das Buch spielt in den 60ern. 50er. 50er, entschuldigt mich bitte. Und ja, natürlich sind die Leute auch davon geprägt, was zum Beispiel noch nach dem Krieg passiert ist. Sie alle versuchen sich ja irgendwie ein Leben aufzubauen, zu wissen, wer sind sie und vor allem, wie bezahlen sie die nächste Miete. Es gibt Affären, es gibt Tränen, es gibt Liebe, es gibt eigentlich alles in diesem Buch. Und ja, das Ganze kommt dann auch zu so einem Gesamtwerk zusammen, von dem man sagen könnte, das ist einmal so ein Blick auf so ein menschliches Leben, bei dem halt super viele Konflikte, Konfliktpotenziale, Hoffnungsmomente etc. beleuchtet werden. Ja, vom Schreibstil her ist es eigentlich so wie die anderen Baldwin-Bücher auch. Entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich zu den Leuten gehöre, die seinen Schreibstil jetzt nicht so unfassbar mitreißend finden. Also ist schon ganz okay, aber ich denke mir jetzt nicht so, wow, puh, das ist spannend, was passiert als nächstes. Dabei sind es tatsächlich super interessante Themen, die in den Büchern vorkommen. Weil es nämlich auch weiße Paare, also rein weiße Paare gibt, rein schwarze Paare. Es gibt aber auch Paare in dem Buch, wo eine Person weiß und eine Person schwarz ist, was halt auch immer wieder zu Konflikten führt. Schwul, also offen schwul oder bisexuell zu sein, war in den 50ern auch nicht gerade einfach. Das spielt also auch eine Rolle. Ich muss tatsächlich sagen, dafür, dass Rufus Selbstmord als so zentrales Thema auf dem Klappentext und so weiter auftaucht, hat es dann später eine viel, viel niedrigere Rolle, geringere Rolle in dem Buch gespielt. Also es ist schon definitiv ein Thema, aber es ist jetzt nicht so, als ob sich alles um die Ergründung von Rufus Gründen drehen würde. Genau, grundsätzlich, wenn man sich so ein bisschen fragt, so Leid und Hoffnung, Selbstverwirklichung, Familie, Beziehungen, Affären, Single-Sein, Weiß-Sein, Schwarz-Sein, Queer-Sein, einfach nur überleben, etwas mehr Geld haben, ärmer sein, einen Durchbruch schaffen, zum Beispiel, indem man ein Buch schreibt, wie man mit der Verwirklichung solcher Träume umgeht und so weiter. Das sind eben alles Punkte, die in diesem Buch auftauchen. Und man könnte jetzt sagen, wow, das ist eine ganze Menge, dafür, dass dieses Buch irgendwie, keine Ahnung, 500 Seiten hat, ich glaube. Also es gibt noch relativ langen Anmerkungsteil, in dem zum Beispiel auch begründet wird, wieso, weshalb, warum, wann, welche Wörter verwendet wurden. Genau, weil der Autor, der Übersetzer halt auch zum Beispiel sagt, dass er ja, auf das N-Wort verzichtet, auch wenn es im englischsprachigen Original teilweise dastand, weil einfach die Konnotationen nochmal eine andere sind. Auch der Begriff von Race lässt sich ja nicht eins zu eins problemfrei ins Deutsche übersetzen und das begründet er eben alles auch. Und wie auch schon bei anderen Baldwin-Büchern gibt es dann nochmal so eine historische Einordnung, einen kurzen Überblick über Baldwins Leben, weil ja, Baldwin ja selber auch queer war und deswegen ja auch ein bisschen was von ihm selber in den Büchern steckt. Und ich meine, er war ja auch schwarz, das heißt, er wusste auch, worüber er schreibt, wenn er eben über Konflikte zwischen Weißen und Schwarzen schreibt. Genau, einfach, dass man da nochmal so einen besseren Hintergrund hat, denn soweit ich weiß, ist Baldwin inzwischen tot, das heißt, er kann sowas nicht selber schreiben. Ja, die Figuren fand ich eigentlich soweit alle ganz okay. Es gab jetzt keine Figur, von der man sagt, oh, die ist uneingeschränkt cool, so, weil alle haben ihre Ecken und Kanten, alle haben ihre Probleme, alle haben ihre Fehler. Und das macht sie allerdings sehr, sehr menschlich. Also es gab jetzt nicht die eine Person, mit der ich mich jetzt identifiziert hätte oder von der ich gesagt hätte, wow, die ist cool. Also es gab schon ein paar coole Figuren, aber halt keine, wo ich gesagt hätte so, yes, du bist jetzt meine hauptsympathietragende Figur. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, es geht in diesem Buch nicht darum, dass das alles nett und sympathisch ist, sondern eben, was hinter der sympathischen Fassade liegt. Und das kommt dadurch natürlich auch nochmal sehr gut rüber.
Ich habe euch verraten, worum es geht. Ich habe euch gesagt, wie viele Themen so in dem Buch auch vorkommen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bestimmt. Ja, zum Schreibstil hatte ich ja schon ein bisschen was gesagt, dass ich den jetzt nicht so mega krass umwerfend finde. Was für mich persönlich immer ein bisschen schade ist, ich sehe, dass das Buch wahrscheinlich sehr großartig ist und dass man unheimlich viel aus dem Buch mitnehmen kann und lernen kann. Es regt auch definitiv nochmal zum Nachdenken an, weil das Buch ja irgendwie trotzdem auch noch viel an seiner Aktualität hat. Klar, es kommen keine Handys vor oder sonst wie was, aber man füge ein paar moderne Details hinzu. Man könnte das Buch wahrscheinlich heutzutage 1:1 genauso nochmal veröffentlichen. Ja, und ich denke, dass es immer ganz gut ist, wenn Bücher auch so zeitlos sind, was natürlich bei vielen von den Konflikten extrem traurig und besorgniserregend ist, dass es immer noch so aktuell ist. Aber nun gut, kommen wir zur Bewertung. Wie gesagt, ich würde dem ganzen Buch sagen, dass es sehr gut ist, aber mich irgendwie nicht hundertprozentig so angesprochen hat. Und weil es halt nun mal immer subjektive Bewertungen sind, die ich auf diesem Kanal vergebe, gibt es den silbergoldenen Bücherengel, weil ich definitiv sehe, wie großartig dieses Buch sein kann, aber seine Großartigkeit mich persönlich nicht zu 100% erreicht hat. Genau, ich hoffe, dass ihr diese Bewertung verstehen könnt, dass ich euch jetzt ein bisschen neugierig machen konnte auf ein anderes Land. Lasst mich super gerne wissen, ob ihr auch andere Baldwin-Bücher gelesen habt. Ich habe, glaube ich, sonst noch Giovannis Zimmer, The Fire Next Time und... Habe ich noch irgendwas von ihm gelesen? Ich glaube nicht. So, ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher der gute Mann geschrieben hat. Ich glaube, ein paar mehr. Aber das war jetzt irgendwie mein drittes oder viertes von Baldwin und das mit dem Schreibstil ist halt irgendwie immer so ein Ding. Naja, das soll es auch erstmal soweit von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.